Inside Star Citizen ist zurück und nach dem sehr technischen Video der letzten Woche gibt es heute wieder ein Voice-Over, eine Übersetzung des Inside Star Citizens Wort für Wort zu eurer Unterhaltung und zu eurem Spaß. Und genau das wünsche ich euch jetzt mit diesem Video. Viel Vergnügen, wo es jede Menge für die Augen gibt, denn es wird uns das überarbeitete Lorville vorgestellt und das ist großartig. In 2865. Im Jahr 2865 kaufte Hurston Dynamics einen Planeten im Stanton-System und begann mit der Suche nach seiner Hauptstadt, wobei sie darauf achteten, nicht in den ressourcenreichen Gebieten zu bauen, für die sie den Planeten ja ursprünglich gekauft hatten. Denn diese Gebiete sollten für den Rohstoffabbau frei bleiben. Während dieser Suche bezeichneten sie ein bestimmtes Gebiet, das bereits mit Gebäuden bebaut war und das die Arbeiter auf dieser Welt beherbergte, mit der aus drei Buchstaben bestehenden Bezeichnung LOR, ein Akronym für die eher abschätzige Bezeichnung Local Occupational Residency. Und nachdem sie im Wesentlichen alle ihre Arbeiter gezwungen hatten, dort zu wohnen, weil es so einfacher ist, alle im Auge zu behalten, bekam die Stadt schließlich einen inoffiziellen, vorübergehenden Spitznamen. Und schließlich machte die Familie Hurston LOR zum Zentrum des gesamten Handels und der Bewohner auf diesem Planeten und es entstand daraus Lorville, das von da an immer weiter wuchs und sich ausbreitete. Und jetzt im kommenden Patch Alpha 3.19 tut Lorville den nächsten großen Schritt hin zu der blühenden, brutalistischen Stadtlandschaft, auf die der alte Solomon Hurston stolz gewesen wäre. Hurston would be proud of. Also, wie würde ich jemanden Lorville beschreiben, der es noch nie gesehen hat? Dort sind viele verrückte Dinge passiert. Ich weiß nicht, Mann, es ist sehr staubig. Definitiv sehr staubig, ja. Ich denke, ich würde Lorville als Ort beschreiben, der sehr verschmutzt ist. Einen sehr bedrückenden Ort, der aber auch ziemlich lebendig ist. Ein Ort, der niemals schläft. Lorville ist im Grunde eine Megastadt, die sich ausbreitet, die riesig ist und auf dem Planeten Stanton 1 im Stanton-System errichtet wurde. Die Geschichte von Lorville ist die, dass sie von einem Unternehmen gebaut wurde, einem Familienunternehmen der Familie Hurston. Und es ist ein sehr autoritäres Regime. Die Hauptstadt wirkt sehr teuer, alleine von seinen Ausmaßen her gesehen. Es erinnert ein bisschen an 1984, vielleicht auch ein bisschen an die Tyrell Corporation aus Blade Runner oder so. Das ist es, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Lorville denke. I think of Lorville, yeah. Eine Landezone wie in Lorville, das ist ein Hub, ein Knotenpunkt für die Spieler. Es gibt dort viele Services, es gibt Habs, also die Unterkünfte. Dort spawnen die Spieler-Avatare. Es gibt ein Krankenhaus, es gibt Läden und es gibt Missionen. Lorville besteht aus mehreren Stadtteilen und es gibt jetzt auch neue Gebiete. Wenn du mit deinem Schiff ankommst, ist das Erste, was man sieht, das CBD natürlich, das Central Business District, das zentrale Geschäftsviertel mit seinem riesigen Gebäude. Das ist der Stadtteil, wovon die Familie Hurston aus die Stadt überwacht. Und dann gibt es den Raumhafen, zu dem offensichtlich viele Transitlinien führen. Leading up from like the center, we have like these those transit lines that are like going in different directions. Vom Zentrum aus gehen Transitlinien in verschiedene Richtungen ab. Innerhalb der Stadt gibt es mehrere Stadtteile, Bereiche, die die verschiedenen Gesellschaftsschichten repräsentieren. Es gibt Gegenden, in denen es mehr Wohlstand gibt. This is of the residents of Lorville. There's areas of there where there's more wealth. Diese sind höher gelegen und haben eine goldene Verkleidung an ihren Gebäuden. Und es gibt niedriger gelegene Gegenden, die näher an den Industriegebieten liegen, offensichtlich. And it's mainly residential and commercial. We have like lots of
opportunities for branding. The branding comes mainly from Die Stadt bietet viele Möglichkeiten des Brandings. Das stammt hauptsächlich vom Team von Nicholas Spartan. Sie haben mit dem Designteam zusammengearbeitet und so dabei unterstützt, die digitalen Werbetafeln und Hologramme in der ganzen Stadt zu verteilen und einzufügen. Die Bereiche wie das CBD, das L19 am Weltraumbahnhof, was ihr schon alle kennt, das hat sich nicht verändert. Sie wurden nur leicht verschoben, weil sie bereits eine Qualität hatten, die auch heute noch funktioniert. Und wir haben an den verbindenden Assets, sozusagen den Bindegliedern der verschiedenen Bereiche gearbeitet, damit sich die Stadt im Vergleich zu früher wirklich groß anfühlt. Tissue between those to make like a like the city feel actually the big size compared to what it was. Die Gebäude sind jetzt wesentlich höher. Aber ihr werdet auch sehen, wie sich die Stadt jetzt weiter nach außen ausbreitet. Ein bisschen wie Tentakeln. Sie breitet sich hin zu diesen kleineren Inseln aus. Wir nennen sie Inseln im Sinne von Industrieinseln. Let's say you start from the spaceport and you want to travel outside. Nehmen wir an, ihr startet vom Raumhafen aus und wollt nach draußen zu diesen Industrieinseln reisen. Zuallererst sind diese Außenbereiche viel weiter entfernt als bisher. Dennoch haben sie immer noch eine sichtbare Verbindung zur Stadt, beispielsweise durch die hier zu sehenden Rohrleitungen. Wenn ihr dann schließlich an den Industrieinseln ankommt, könnt ihr sehen, dass sie voller Schornsteine sind und dass dort viel los ist. Es zeigt wirklich, wie mächtig Hurston Dynamics und generell die Herrscherfamilie ist. Ja, ich denke, das ist eine gute Antwort. Der Weg zur überarbeiteten Version von Lorville war nicht geradlinig. Es gab eine Menge Herausforderungen und wir hatten im Grunde keine Idee, was wir von unseren gesetzten Zielen tatsächlich erreichen könnten. Wir haben uns einfach von unseren Gefühlen leiten lassen, welche Art von Stadt wir bauen wollten. Wir haben versucht, eine gewisse Vielfalt an Farben in der Stadt zu schaffen, aber insgesamt bleibt sie ziemlich grau. Zudem ist sie sehr staubig, was die Umweltverschmutzung und den industriellen, autoritären Charakter der Stadt widerspiegelt. Just like driving that point that it's like heavily polluted, authoritarian, and that it's in everything we do. Die Beleuchtung ist sehr wichtig und man kommt an diesen Ort, an dem der Artist als letzten Handgriff all das zum Leben erweckt hat, was die Environment Artists zuvor erstellt haben. Die Beleuchtung bringt das Auge dazu, Orte zu betrachten und verstärkt die Kontraste, sodass wir einen besseren Blick durch die Beleuchtung bekommen. We get like a whole better look through that lighting. Die Beleuchtung bringt die ganze Atmosphäre in die Stadt und während der Nacht wollen wir auch dieses Gefühl der Lebendigkeit in die Stadt bringen. Ja, die Stadt ist ziemlich krass mit all den neuen Gebäuden, den höheren Gebäuden, den Fenstern und allem, diesen kleinen roten Lichtern, den blinkenden kleinen roten Lichtern in der ganzen Stadt. Wir haben versucht, eine Menge Details, kleine Elemente wie Straßenlaternen, Container, Straßen und auch Fahrzeuge unterzubringen, was wirklich dabei hilft, die Vorstellung zu festigen, dass das hier eine wirklich lebendige, riesige Stadt mit großen Industrieanlagen ist. Ja, die ist riesig. Yeah, it's huge. A lot of different viewpoints right now. Auch wenn du weit weg bist, wirkt es immer noch wie eine sehr belebte Stadt, in der viel los ist. Even if you're far away. Still a very bustling city, lots of. Man kann auch sehen, wie die Menschen den Zug nehmen, um sich in der Stadt fortzubewegen und von ihrer Unterkunft zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. From their habs to their workplace. Die Beleuchtung auf den Transitstrecken wurde wirklich verbessert. Ihr werdet viel mehr sehen können, wenn ihr mit den verschiedenen Linien fahrt. Und ich glaube, es wird sehr aufregend sein. Es sind nicht nur die Lichter der Stadt, sondern auch auf den Industrieinseln, obwohl sie etwas weiter weg sind. Die haben diese riesigen Kessel, ich nenne sie Kessel. Es ist, als würde man eine Art Metall verbrennen, das orange leuchtet. Ich glaube, man kann das Leuchten sogar aus dem Weltall sehen. Und das sieht wirklich atemberaubend aus. It's really amazing looking. The atmosphere is really important as well. Auch die Atmosphäre ist sehr wichtig, denn sie verleiht der Stadt die nötige Tiefe und macht die Dinge glaubwürdig. This layer of realism. Lorville ist tagsüber natürlich sehr verschmutzt und wenn man die Stadt anfliegt, hängen sehr dichte Wolken darüber. Und wenn man durch diese Art Wolkengürtel hindurchfliegt, wirkt es, als würde man darunter in eine andere Welt eintauchen. Sie geben dem Tageslicht eine Art letzten Schliff, denn das Sonnenlicht berührt nicht immer den Boden. Really, really kind of put that finish on
the daylighting. Sunlight doesn't actually always touch the... Alles liegt ein bisschen im Schatten wegen des Rauchs, des Smogs, der Atmosphäre, die so dicht ist, dass man wirklich nicht den Horizont erkennen kann, geschweige denn sehen, wie viele Gebäude es gibt. Really see into the horizon, you know, how many buildings is there, you know, it's... Es ist ziemlich klaustrophobisch, obwohl du weißt, dass es eine weitläufige Stadt ist. Aber wenn du den Blick auf den Horizont richtest, kannst du wegen der Atmosphäre nicht wirklich sehen, wo die Stadt endet. Das Team hat mit der Atmosphäre großartige Arbeit geleistet und es sieht sehr ungesund aus, würde ich sagen, wenn man sich sehr lange in dieser Atmosphäre aufhält. They did a great job with, especially the chimneys. Das Team für die visuellen Effekte, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet, vor allem mit den Schornsteinen, den Mengen an Rauch, die die Industriegebiete erzeugen. Wenn man den Aspekt der Umweltverschmutzung, für die die Industrieunternehmen die Verantwortung tragen, wirklich hervorhebt, sieht die Beleuchtung mit der neuen Atmosphäre wirklich ganz anders aus als bisher, was das bedrohliche Gefühl der Stadt unterstreicht. Ohne Beleuchtung würde das alles nicht anteilig so beeindruckend aussehen. With lighting just hand in hand. Without lighting, like everything looks a bit flat. And so it's very important in that process. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass der endgültige Look lebendiger wirkt als das, was in der Konzeptgrafik ursprünglich über den Ort entwickelt wurde. The biggest change from the old Orville to the new is the scale of those buildings. And they feel much more integrated, lifelike. Der größte Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Lorville ist die Größe der Gebäude, die sich viel lebendiger anfühlen, wie eine Stadt. Und das war einer der Gründe, warum wir Lorville verändern wollten, um den richtigen Maßstab für die ganze Stadt zu erhalten und das Gefühl, dass es sich um eine echte Stadt handelt. That basically can make you feel like it's a real city. Making the buildings at the correct scale. Da wir nun die Gebäude im richtigen Maßstab bauen, können wir später die Innenräume für diese Gebäude gestalten. Die No-Fly-Zones, also die Zonen, wo man mit dem Raumschiff nicht rein darf, die haben wir so weit wie möglich verkleinert, sodass wir wirklich nah an die Gebäude herankommen können. Die Größe der Fenster entspricht jetzt der Größe der Fenster, wie sie tatsächlich in der Realität wären. Und der Maßstab der Dinge fühlt sich wirklich gut an. Real-life-size of windows. The scale of things feels like really good. Level design definitely also plays a role. Das Leveldesign spielt definitiv auch eine Rolle in der Stadt. Wir haben versucht sicherzustellen, dass die Spieler mit ihrem Schiff um die Gebäude herumfliegen können oder in einige dieser Bereiche, die wir Gräben nennen, hineinfliegen können. You know, keep some openings so that players can move around them easily. Wir haben auch darauf geachtet, dass man in einigen dieser Strukturen navigieren kann, durch diese Gräben hindurch, dass man Slaloms um die Pipelines herumfliegen kann und dass einige dieser Bereiche vielleicht zu potenziellen Rennstrecken für die Zukunft werden können. Become potential racetracks for the future, you know? Lorville will have like racing opportunities, I think, because Lorville bietet jetzt eine Menge Möglichkeiten für Rennen. Es gibt Tunnel, Kräne, hohe Überführungen und große Gebäudestrukturen. Und die können Zielpunkte für Rennen sein. Basically for racing. Für mich war es das Größte, zu sehen, wie die verschiedenen Teams zusammenkamen und Ideen austauschten und diese Herausforderungen und Ideen dann umsetzten. Those challenges and those ideas. It's been a lot of work from every department and es war eine Menge Arbeit von allen Abteilungen und besonders bei der Beleuchtung. Ich denke, es ist etwas, auf das die Spieler schon lange gewartet haben. These areas and I think I'll be really excited to see how people react to this. I think it's something that people have been expecting for a long time. I think for the player, you know, the fact that we Ich denke, für die Spieler ist die Tatsache, dass wir in diesen Gebieten herumreisen können, egal ob mit Fahrzeugen oder mit Raumschiffen, dass man um diese Strukturen herumfliegen kann, dass das eine tolle Spielerfahrung sein wird. Ich hoffe, dass die Spieler das neue Lorville zu schätzen wissen, allein schon wegen der schieren Größe. Es ist so groß, dass man von Everest Harbor aus alles sehen kann. Also ich finde das beeindruckend und ich hoffe, dass die Spieler es bemerken. Und am Ende fragt Jared wie immer, was wir heute gelernt haben, und er erzählt, dass wir gelernt haben, dass die Landezone mehr ist als nur eine dreidimensionale Geometrie, die man zusammenstellt. Es ist die Zusammenarbeit von Narrative, also dem Team für die Geschichten von Star Citizen, von Level Design, Branding, Beleuchtung, den ganzen Artists
um alles wie aus einem Guss wirken zu lassen und ja, die Grundlage zu schaffen für neue Spielmöglichkeiten auch, für Rennen, wie gerade erwähnt, und vieles mehr. Und er freut sich drauf, wenn Lovell im nächsten Monat in Alpha 3.19 dann live gehen wird. Und dann wird dazwischen gerufen, keine Rasur bis 3.19. Also Jared wird wieder einen langen Bart kriegen. Und mal gucken, was das heißt. Also nicht, dass Alpha 3.19 dann erst in 3 Monaten erscheint. Schauen wir mal. Am Ende kommt noch ein Dialog mit der Realversion von Jimmy, den wir ja aus den Jax-Videos von der IAE kennen. Und Jared sagt, nein, der Urlaub war gut. Paris, London, ein paar Shows gesehen. Und du hattest recht, es war großartig. Es hat mich irgendwie an dich erinnert, weil du kannst deine, ihr habt beide die gleiche schöne Singstimme. You can't see your, you both got the same beautiful singing voice. So, jetzt habe ich hier noch ein Käffchen stehen. Und mir fallen die... Der Akustikschaumstoff fällt mir gerade von den Wänden. Ich muss ja mal mit dem Tacker reingehen und die Dinger festtackern. Das Klebeband hält nicht mehr. So. Also. Wir erleben gerade eine Entwicklung, die ich ein bisschen seltsam finde. Aber ja, also die Entwicklung der Videos meine ich. Nicht die Spielentwicklung, sondern die Videos. Die von uns schon lange dabei sind, die können sich ja an die ATVs erinnern. Und das waren wirklich geniale Dinger, wo uns einfach auch viel technische Inhalte, also zum einen gab es was für die Augen und zum anderen wurden eben auch viele technische Dinge erklärt. Dann wurde das ganze Format umgebaut in Inside Star Citizen. Und ich habe immer das Gefühl, das ist wie bei den Nahrungsmittelkonzernen. Also irgendwie die Packung wird immer kleiner und es ist immer weniger drin, aber man bläht das Marketing noch etwas drumherum auf. Also wir haben jetzt ein 15-minütiges Inside Star Citizen, wo eigentlich nichts weiter erzählt wird, außer eben ein Blabla und ein paar bunte Bilder. Das tut mir leid, das sagen zu müssen. Also direkt aus meiner Warte einfach, der ich ein großes Interesse habe an der Entwicklung von Star Citizen, das ist Mist. Das finde ich einfach nicht gut. Ich weiß, dass diese Kritik nicht bei CIG ankommen wird und dass ein Großteil der Community diese bunten Bilder feiert. Ich finde es einfach scheiße. Wenn ich bedenke, dass wir früher montags zum Beispiel Calling All Devs hatten, wo wir einfach auch von einigen Entwicklern einige technische Hintergründe erklärt haben. Von den Bugsmashers möchte ich gar nicht sprechen. Ich verstehe auch, dass die Entwickler keine Zeit mehr haben und dass es auch ja, vielleicht rechtlich gefährlich ist, wenn man dort in den Programmcode reinguckt. Aber es gibt immer weniger Informationen und das stellt mich als Creator vor große Herausforderungen. Jetzt hatten wir letzte Woche endlich das Video über das statische Server-Meshing. Und das war extrem schwierig, weil wir, das war eigentlich nur möglich dank Unobtainium, weil der über Jahre alle Quellen zusammengesammelt hat. Trotz der ganzen Quellen haben wir dann auch im Dreier-Team bei der Besprechung festgestellt, dass uns noch wahnsinnig viele Informationen fehlen und dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, wenn man jetzt mal die so eine klassische Client-Server-Infrastruktur und das, was heute im Regelfall verwendet wird, zugrunde legt, fragen wir uns, naja, ist das wirklich so toll und neu, was CIG da bastelt? Oder wollen sie uns das einfach nur erzählen, um so ihren langsamen Fortschritt so ein bisschen zu vertuschen?
Man weiß es im Grunde genommen eigentlich nicht, weil uns die Informationen fehlen, weil uns die Videos fehlen. Und ich hoffe, dass mal irgendjemand von CRD dieses Video sieht und damit zu Jared geht, also mein Video, meine Kritik, und sagt, hallo, wir hätten gerne wieder ein bisschen mehr Input, bunte Bilder bringen es nicht. Ja, wir haben das Star Citizen Live, aber selbst das wird verkommt zu einer belanglosen Talkshow im Regelfall. Nicht gut. Naja, dann bin ich kritisiert worden für das Server-Mashing-Video. Zum einen, dass dort viel zu viele Annahmen getroffen werden. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ich kann einfach nur Annahmen treffen, oder wir können Annahmen treffen nach bestem Wissen und Gewissen und auf Basis unseres Verständnisses und dessen, was wir interpretieren. Es fehlen uns Informationen. Es ist aber jetzt auch der Grund, dass ich mir überlegt habe, ich werde das Video zum dynamischen Server-Mashing erstmal nicht bringen. Weil das wird dann noch heftiger. Da kann ich dann wirklich nur noch Luftschlösser bauen. Und wenn die Kritik lautet, du triffst ja nur Annahmen in deinem Video, du kommunizierst gar keine Fakten, ja sorry, ich habe keine Basis. Und das, was wir wissen, sind halt nur Annahmen, die ich treffen kann. Also habe ich beschlossen, das Video zum dynamischen Server-Mashing erstmal so lange liegen zu lassen, bis wir de facto Informationen von CRG bekommen, auf deren Basis wir ein bisschen mehr fundiertere Aussagen treffen können als nur bloße Annahmen. Und das kann eben dann ein Jahr dauern, ich weiß es nicht. Im Regelfall kriegen wir ja zur CitizenCon ein paar neue Informationen. Ich hoffe nicht, dass hier der gleiche Weg gegangen wird wie mit dem Inside Star Citizen. Da hatten wir zuletzt ja einen guten Mittelweg. Also ganz früher haben wir wirklich die guten Tech-Informationen gekriegt, den guten Technikstoff. Im Moment ist es so ein Mischmasch zwischen einer zwar oberflächlicheren Erklärung, aber mit guten Animationen dabei. Ich hoffe, dass das beibehalten wird und dass das nicht auch noch zu so einer bunten Bildersammelshow wird. Schauen wir mal. Und dann, nächster Kritikpunkt. Ja, bei deinen Videos, da sind ja gar keine Animationen dabei. Ja, ich bin kein Animator. Also, das ist ungefähr der gleiche Punkt, wie die Leute draußen sagen, ah, CRG, die sind so doof. Die können doch die kleine Serverinfrastruktur so und so und so machen. Wo ich mir dann sage, hey, das ist eine tolle Idee. Wenn ihr so großartig seid und die Lösung an der Hand habt, dann bewerbt euch bitte bei CRG und erklärt denen, wie es geht. Dann haben wir ja morgen Server-Mashing. Das muss super einfach sein. Großes Kino. So, das Gleiche mit meinen Videos. Wenn ihr der Meinung seid, in diesen Videos steckt scheiße viel Arbeit drin. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt mir tolle Animationen zuliefern. Ihr seid echt gut da drin. Feel free, kontaktiert mich. Ich binde euch mit ein und sage euch, was ich an Animationen brauche. Und dann bekommt ihr nicht diese bunten Bilder unter den Texten, sondern dann bekommt ihr eben auch entsprechende Animationen. Aber da steckt schon Arbeit genug drin. Animationen kann ich nicht. Animationen werde ich nicht machen. Das, was ihr hier bekommen habt, ist das maximal Mögliche. Und ja, also wie gesagt, ich bin da stets offen, wenn ihr Animationen macht, wenn ihr das könnt, sehr, sehr gerne. Ansonsten, Entwicklung von Star Citizen. Ich bin positiv überrascht im Moment über die Schlagzahl, die CRG an den Tag legt. Da ist ja letztes Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich, auch vergleichsweise wenig passiert. Und ich habe so den Eindruck, im Moment passiert eine ganze Menge. Sie haben erst 3.18.1 rausgehauen, jetzt 3.18.2, sofort hinterher. Da habe ich noch drüber spekuliert, naja, das wird noch ein, zwei Wochen dauern, bis das rauskommt. Und plötzlich, zack, kam die Meldung rum, 3.18.2 ist live. Wow. Und dann gleich hinterher, 3.19 im EPTU, also bei den Evocati. Wow. Erstaunlich. Und vielleicht sind dann ja irgendwelche Dämme gebrochen. Ja, ich weiß, 3.18.2 ist immer noch unspielbar. Na, es ist nicht unspielbar, das ist übertrieben. Aber ich lese halt viele Beschwerden, dass Pingraten, Tickraten, dass das alles nicht stimmt.
Und da habe ich gerade... Ich musste gerade niesen. Aber das schneide ich raus. da habe ich gerade hier bei auf Spektrum... Oh, gab es eine Beschwerde, dass CRG das verdammt nochmal Xeno-Thread abstellen soll. Und dazu hat der Silo geantwortet... In unserem Blog vom Montag haben wir uns kurz zu den Verzögerungen geäußert, daher wiederhole ich das hier und füge unten einige zusätzliche Informationen hinzu. Zitat: Obwohl wir mit einigen Turbulenzen bei der ersten Veröffentlichung gerechnet haben, haben wir immer die Bedeutung von Persistent Entity Streaming als die schwierigste und komplexeste Komponente unserer Bemühungen, Server-Meshing zu ermöglichen, erkannt. Die Entwicklung von Persistent Entity Streaming war sehr umfangreich, da es die Art und Weise, wie wir den Zustand unseres Universums aufzeichnen, grundlegend verändert und ein beispielloses Maß an Persistenz einführt, das von anderen Spielen nicht erreicht wird. Wir möchten betonen, dass wir uns der verschiedenen Probleme bewusst sind, die während der Entwicklung von XenoThread aufgetreten sind. Dazu gehören Interaktionsverzögerungen, die dazu führen, dass Dinge wie die ASOP-Terminals, das Auffüllen von Vorräten, die allgemeine Interaktion, ich füge mal hinzu zum Beispiel mit dem Inventar, nicht richtig funktionieren, sowie die damit in Verbindung stehenden Desynchronisationsprobleme. Das Team sammelt und analysiert derzeit die großen Mengen an Daten, die es durch eure Teilnahme, Klammer auf, am Xeno-Thread-Event, Klammer zu, und den enormen Datenverkehr, der nur auf Live-Servern möglich ist, erhalten hat. Während diese Probleme kurzfristig ein Hindernis darstellen können, sind sie ein notwendiger und unvermeidlicher Schritt im laufenden Prozess der Entwicklung und Stärkung unseres Backends für die kommenden großen Meilensteine. Unser Team arbeitet hart daran und ist sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Zitat Ende. Das Problem der Interaktionsverzögerung, schreibt Silo weiter, ist nicht allein auf das Xeno-Thread-Event zurückzuführen. Die Deaktivierung dieses Events wäre keine schnelle Lösung, da das Problem schon vor dem Ereignis bestand, wie viele von euch wahrscheinlich schon erfahren haben. Die Deaktivierung des Events könnte zwar vorübergehend Abhilfe schaffen, würde aber die Lösung des zugrunde liegenden Problems nur verzögern. Unser Team ist entschlossen, das Problem schnell und umfassend zu lösen. Der hohe Datenverkehr und das laufende Xeno-Thread-Event haben die Häufigkeit dieser Probleme durch die verzögerten Interaktionen, Desynchronisationsprobleme erhöht, was es den Entwicklern ermöglicht, das Problem in Echtzeit zu beobachten und zu analysieren. Sie testen und implementieren aktiv mögliche Lösungen und bewerten deren Wirksamkeit. Das ist ein iterativer Prozess und unser Team arbeitet hart daran, die Ursache zu finden und das Problem zu lösen. Wir bitten um Geduld und Verständnis, während wir an einer dauerhaften Lösung arbeiten. Hier gab es intensive Diskussionen auf meinem Discord, wo auch zum Beispiel gemutmaßt wurde, dass warum Persistent Entity Streaming jetzt schon aktiviert wird. Man könne es ja im Hintergrund weiterentwickeln und so stabilisieren, ohne dass die Community jetzt die Möglichkeit bekommt, die Umwelt zuzumüllen, weil das eigentlich auch überhaupt keinen spielerischen Mehrwert bietet. Also es gibt sicherlich super viele verschiedene Ansichten zu diesem sehr komplexen Thema. Aber ja, der Frustrationsgrad ist groß und ja, ich bin gespannt, wie das ganze Thema weitergehen wird. Ich vermute fast, also ich habe ursprünglich einmal geäußert, dass 3.19 relativ stabil sein wird. Schauen wir mal, ich wage das fast zu bezweifeln. Aber vielleicht findet ja CIG die Lösung jetzt durch dieses Xeno-Thread-Event und schafft es dann tatsächlich eine spielbare Testumgebung. Alpha-Umgebung uns dann mit Alpha 3.19 zur Verfügung zu stellen. Da hatte ich mich übrigens mit Silvan noch zu ausgetauscht und er sagte mir, dass sie den Render-Thread schon richtig gut optimiert haben. Und ich habe ihn so verstanden, also da ist man wirklich beim Abschließen der Arbeiten und woran sie jetzt arbeiten, ist der Main-Thread. Und wenn das abgeschlossen ist, dann werden auch die größeren Multicore-CPUs, wie jetzt zum Beispiel der 5950 mit seinen 16 Kernen oder auch eben die neueren Bauarten, werden dann eben gleichmäßiger ausgelastet, sodass eben auch ein 5950, der rennt heute ins Limit, weil nur die ersten Kerne ausgelastet sind und der wird immer das Nachsehen haben gegen den höher taktenden CPUs. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann zusammen mit der neuen Grafikplattform
Vulkan, Gen 12. Mit Gen 12 ist man ja im Prinzip auch auf der Zielgeraden und die Aussage ist, wenn das fertig ist, dann wird Vulkan entwickelt und das wird keine Hexerei mehr sein. Also ich hoffe, dass das dann bis CitizenCon dann fertig wird. Das ist jetzt ja dann schon der nächste Patch. Ne? Jetzt kommt 3.19 und 3.20 ist dann ja der CitizenCon-Patch. Juhu! Mensch, das Jahr ist schon wieder fast rum, ne? Morgen ist Weihnachten. Ha! Also es ist auf jeden Fall von der technischen Seite her sehr, sehr interessant, was dieses Jahr alles passiert. Und wie gesagt, ich hoffe, ich wünsche mir wirklich sehr, wenn ich mir nichts von Star Citizen weiter wünsche, aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass sie uns endlich mal wieder einen tiefer gehenden Einblick geben in den technischen Hintergrund, was sie dort bauen. Das ist im Moment einfach sehr, sehr, sehr schade. Das bedauere ich wirklich sehr, dass da nicht mehr kommt. Indes, ich bin totaler Lorville-Fan, schon immer gewesen und ich freue mich auf die Überarbeitung und kann es nicht erwarten, einfach durch die Wolkendecke dann durchzufliegen und in diese Parallelwelt namens Lorville einzutauchen. Das wird cool, da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, dass sie auch an der Wolkentech ein bisschen weiter gefeilt haben. Es ist ja immer noch so, wenn man nach Orison fliegt, auf Crusader, über Crusader. Wenn man dort die Wolken und alles auf Maximum stellt, dann ist selbst eine 4090, die läuft dann heiß mit den ganzen Berechnungen. Und wenn sie jetzt so viele Wolken über Hurston dann platzieren, dann wird das auch eure Hardware entsprechend fordern. Und ich hoffe, dass sie das ein bisschen weiter optimiert haben und dass die Beanspruchung der CPU, GPU nach und nach optimiert wird. Wolken werden immer rechenintensiv sein, aber so krass, wie es halt über Crusader ist, das ist schon echt heftig und da hoffe ich, dass das einfach ein bisschen besser wird. Und ein Community-Mitglied von mir hat sich geäußert, dass er die Wolken über Crusader, ja, die mögen pixelig sein, die findet er aber viel schöner, die sehen viel fluffiger aus, während die Wolken über Hurston, die mögen vielleicht nicht so rechenintensiv sein, aber die sehen ja von oben aus wie Schimmel. Der ganze Planet ist verschimmelt und das sieht doch einfach kacke aus. Sehr schön. Also vielleicht wird ja das visuelle Erlebnis vom Orbit aus dann hier auch ein besseres werden. Schauen wir mal. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Gut, ihr Lieben, dann mache ich mal Schluss mit dem Käffchen. Denkt daran, auf gametogether.de gibt es Artikel, wenn es irgendwas Neues gibt zu Star Citizen. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, ich möchte mich privat auch ein bisschen mehr auf die auf meine Sprecherarbeit und die Hörbücher fokussieren. Ich habe da neue Menschen kennengelernt, mit denen ich neue Projekte aufsetze. Da habe ich viel Freude dran. Aber ich habe mir überlegt, YouTube Shorts zu bauen, so 30 Sekunden als kurze Essenz dessen, was ich bei GameTogether veröffentliche. Und dann könnt ihr euch das anhören und dann überlegen, ob es sich lohnt, diesen Artikel auf GameTogether zu lesen oder ob ihr sagt, oh, interessiert mich nicht, ich warte auf das nächste Video oder ich gehe zu einem anderen Creator, wie zum Beispiel dem PsychShot auf Twitch, www.twitch.tv/PsychShot, der regelmäßig jetzt auch wieder streamt, wo ihr immer informiert bleibt, der sich die Entwicklungssituation auf Spektrum und den Newslettern und so weiter anguckt, mit euch bespricht und ins Spiel geht und euch zeigt, was da los ist. Und der ist ja auch recht heterogen unterwegs. Mal ist er der Gute und mal ist er als etwas zwielichtiger Charakter unterwegs. Also von daher ist da auch Abwechslung. Nicht so wie der Gux, der ja durch und durch Pirat ist. Liebe Grüße. Und dann haben wir noch den Fexi und auch da seid ihr an der richtigen Stelle. Der hat montags sein Q&A und donnerstags sein Ship Talk, wo er dann immer die Schiffe wirklich komplett durchbespricht. Da könnt ihr Fragen stellen, auch zu Schiffen, die schon seit Ewigkeiten in der Konzeptphase sind und natürlich auch ihm beim Spielen zuschauen. Liebe Grüße an alle Creator-Kolleginnen und Kollegen. Maike Maus, Bahachan, wie sie alle heißen. Stöbert mal durch Twitch. Die
Creator-Landschaft, die explodiert gerade. Ich lerne fast jeden Tag neue Creator dort kennen und die Liste der Leute, die ich zur Worst Night einladen möchte, die wird immer länger und länger, weil ich es einfach spannend finde, diese ganzen Streamer und Creator kennenzulernen und genau, mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Schaltet ein. Übernächsten Dienstag gibt es wieder die Worst Night, 20.30 Uhr und diesmal ist Hexenwerk bei uns. Und Blackbones, genau, den hatte ich auch gerade kennengelernt. Ich glaube, der heißt Mr. Blackbones. Und bei dem war ich im Stream und fand das total angenehm, was der da macht. Und genau, den habe ich auch mal gefragt, hey, willst du zu uns kommen? Und er sagte, ja klar. Also Hexenwerk und Blackbones, spannender Talk am zweiten Dienstag. Ich glaube, es ist der 9. Mai. Bin mir nicht ganz sicher, guckt nochmal drauf. Und den Link zur Worst Night packe ich euch in die YouTube-Beschreibung. Also, in diesem Sinne, mein Käffchen ist alle Baller. Wünsche ich euch viel Spaß. Hoffentlich kommt bald 3.19 ins PTU, dass also noch mehr Leute außer den Evocati dort ihre Erfahrungen sammeln können, das neue Lorville wir dann kennenlernen können. Ich freue mich schon riesig drauf, mit meiner Kaffeetruppe dann dort unterwegs zu sein, wenn ihr dabei sein wollt. Wir sind eine lose Gruppe, die sich alle 3-4 Wochen mal trifft. Dann kommt zu mir auf den Discord und schreibt dort ins Personalbüro Hallo und dann könnt ihr mitfliegen. So, alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.